Sie sehen im Hintergrund bereits das Thema, um das es sich heute handeln wird, nämlich um Offsite-Backup für zusätzlichen Ransomware-Schutz. Ich habe hier eine kleine Übersicht für Sie vorbereitet, über die Themen, die ich heute ansprechen möchte. Es sind 5 Unterpunkte, die, wie bereits erwähnt, rund um das Thema Offsite-Backup sich drehen, aber auch, wie ich sage mal, die Wichtigkeit für kleinere und mittelständische Unternehmen herausstellen sollen. Zunächst einmal möchte ich mich aber gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Nicolas Ponte, wie Sie da hinten sehen. Ich arbeite im Key-Account der Firma Novastar Software und Consulting GmbH in Augsburg. Wir sind Value-Add-Distributor von Altaro, das ist auch der Hersteller, den wir hier vor Ort vertreten werden, haben aber auch weitere Backup-Hersteller und diverse Security-Lösungen im Portfolio. Kurz zum Hersteller, Altaro ist Anbieter von Datensicherungslösungen für virtualisierte Umgebungen, kompatibel mit Microsoft Hyper-V und VMware. Besonderes Augenmerk legt Altaro auf eine benutzerfreundliche Oberfläche, ein zuverlässiges Backup und vor allem auch preisliche Attraktivität, was vor allem, kann man sagen, im SMB-Umfeld, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, für großen Anklang findet und eigentlich auch darauf zugeschnitten ist. Natürlich hat Altaro die Möglichkeit auch der Offsite-Sicherung ihrer Daten. Und aus diesem Grund möchte ich direkt auch auf das Thema Ransomware umschwenken, in dem es in meinem Vortrag eigentlich auch ziemlich intensiv gehen soll. Ransomware-Angriffe existieren schon seit geraumer Zeit. Das ist jetzt nichts komplett Neues. Ich denke, Ihnen ist das auch alles ein Begriff. Früher war es so, dass die Ransomware-Angriffe jetzt, sage ich mal, nicht so extrem bedrohlich waren und es war relativ leicht zu umgehen und man wurde das auch ziemlich schnell wieder los. Ihr System war wieder am Laufen und damit hatte sich das Thema erledigt. Deswegen hat es da damals noch kein großes Interesse erregt. Bis dann 2016 spätestens der allseits berühmte Locky auftrat. Und da muss man sagen, wurde das Ganze dann schon etwas kniffliger. Sie können hier hinten auf der Grafik sehen, dass speziell auch in Deutschland und auch in ganz Europa und in Nordamerika das Thema plötzlich in aller Munde war und die Suchanfragen drastisch angestiegen sind. Das kann man hier hinten sehr gut sehen. Und plötzlich haben sich die Leute dafür interessiert, was kann man dagegen tun? Wie werde ich mich gegen so einen Angriff? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten und wie kann ich mich präventiv davor schützen? Doch, man kann sagen, nach nicht allzu langer Zeit, sagen wir vielleicht noch etwa 2-3 Monaten, kamen dann schon auch die ersten Artikel. Ja, die Locky-Verschlüsselung wurde geknackt und einem wurde somit suggeriert, dass das Ganze eigentlich gar keine so große Bedrohung mehr darstellt. Und dann kann man in dieser oberen Grafik sehen, dass das Interesse innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann, der große Aufschwung und der große Abschwung, das ist innerhalb von 3-4 Monaten. Also das Interesse hat ebenso schnell wieder nachgelassen, wie es da war. Und man kann sagen, wenn man die Linie weiter verfolgt, ist es heutzutage so, dass das Interesse fast schon wieder auf den Nullpunkt angekommen ist. Allerdings ist es so, dass es selbstverständlich weitere, auch zukünftig, Ransomware-Attacken geben wird. Und es ist grob fahrlässig, es wäre grob fahrlässig, wenn man sich überhaupt nicht mehr um das Thema kümmert, wenn man das komplett unter den Tisch kehrt. Denn welches Unternehmen kann es sich heutzutage denn erlauben, über einen Zeitraum von mehreren Tagen keinen Zugriff auf die eigenen Daten mehr zu haben? Ich meine, meist hat das existenzbedrohende Folgen sogar. Man kann sagen, auch wenn die Ransomware bei den Endkunden nicht mehr so weit im Fokus steht, ist es aber trotzdem auch so, dass die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, dort einer besonderen Gefährdung unterliegen. Warum ist das so, kann man sich fragen. Ja, zum einen werden da geringe Spam- und Security-Kontrollen am Gateway. Das macht dem Virus natürlich den Eintritt ins Unternehmen äußerst leicht. Des Weiteren beschäftigen kleinere Unternehmen häufig keine Mitarbeiter, die besondere Schulungen zu diesem Thema genossen haben und einfach das Know-how haben, was im Ernstfall zu tun ist.
Zu guter Letzt gibt es geringe Zugriffsbeschränkungen in kleinen Netzwerken. Das heißt, es ist relativ simpel und einfach für den Virus eben auf das gesamte Netzwerk zuzugreifen und damit sämtliche Daten zu verschlüsseln und größtmöglichen Schaden anzurichten. Wie ich bereits erwähnt habe, es wird auch in Zukunft weiterhin Ransomware-Attacken geben. Mag sein, dass die Security-Lösungen die meisten dieser Attacken erkennen. Sie bekommen eine Warnung, lassen den Schädling entfernen und damit hätte sich das Problem gelöst. Aber da es halt eben nicht immer der Fall ist, gibt es nur eine Lösung, um die absolute Sicherheit ihrer Daten zu gewährleisten. Und das ist und bleibt einfach das Backup. Wir können von eigener Erfahrung aus sagen, dass bei uns im Support, bei der Firma Novastar, ein merkbar erhöhtes Aufkommen war während der Locky-Attacken. Dies hatte diverse Gründe, aber vor allem diesen einen muss man sagen, es wurde einfach der Ernstfall bei den kleinen Unternehmen nicht getestet. Man hat sich sicher gefühlt mit dem Backup, das im Hintergrund läuft und dachte, man sei abgesichert. Plötzlich war es aber dann so, dass nicht nur das eigene System verschlüsselt war, sondern eben auch die Speichermedien, auf denen die Backups abgelegt waren. Und somit hat man dann extreme Probleme gehabt. Und wenn man zu dieser Zeit kein Offsite-Backup noch als Absicherung hatte, war es natürlich extrem schwierig, diese Daten wieder herzustellen, das System wieder zum Laufen zu bringen. Und es kam häufig zu untragbaren Ausfallzeiten. Ja, wie hier unten auch steht, kann man sagen, dass das Ransomware kommt eigentlich einem Desasterfall gleich, wenn es ihre kompletten Daten verschlüsselt, weil es ist eine sehr zähe Angelegenheit, diese wiederherzustellen. Als weiteres stellen wir uns die Frage, was wären denn die Anforderungen für ein ausreichendes Backup-Konzept? Naja, zum einen müssen einzelne Daten und auch komplette Systeme möglichst schnell wiederhergestellt werden. Das ist klar, dafür ist die interne Datenhaltung natürlich gut, Sie haben einen hohen Datentransfer und können schnell das System wieder aufsetzen. Des Weiteren müssen Sie aber natürlich auch in Sonderfällen, wie ich bereits beschrieben habe, Brand, Hochwasser, Einbruch oder auch einem Ransomware-Angriff, ebenfalls die einzelnen Daten und Systeme wiederherstellen können. Und dafür ist natürlich das Offsite-Backup da. Man spricht hier von einem angemessenen Zeitraum, in dem die Daten wiederhergestellt werden müssen. Das ist natürlich kundenspezifisch, da muss man schauen, welche Anforderungen hat der Kunde. Wie ist die maximale Ausfallzeit, die eben tragbar ist für den Kunden, und dementsprechend muss man das Backup-Konzept halt ein wenig anpassen. Des Weiteren gibt es noch optionale Elemente, die auch kundenspezifisch sind, wie zum Beispiel Exchange, Level Restore, also das Wiederherstellen einzelner E-Mails, oder Deduplication, sowas in der Richtung. Da muss man auch schauen, was braucht der Kunde genau, wie macht man das Backup-Konzept. Wir haben festgestellt, eine optimale Lösung wäre eigentlich so ein hybrider Mix aus lokalem Backup zur schnellen Datenwiederherstellung und einem Online-Backup zum Schutz vor besonderen Fällen, die ich bereits mehrfach angesprochen habe. Problematisch hierbei ist, dass das Online-Backup im KMU-Umfeld nicht den allzu besten Ruf genießt und deswegen einfach aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel aus Angst vor Datensicherheit, einfach nicht angenommen wird. Das mag nicht immer stimmen oder es mag nicht immer begründet sein, aber es ist halt eben mal so. Des Weiteren ist die geringe Bandbreite natürlich ein ganz großes Thema bei den Public Clouds, denn wenn Sie das erste Full Backup und vielleicht weitere Inkremente hochladen wollen, dauert das natürlich sehr, sehr lange, und das ist aufgrund der geringen Bandbreite eigentlich eine sehr, sehr zähe Angelegenheit und nicht unbedingt ratsam. Im Umkehrschluss kann man sagen, auch der Download, sagen wir mal, von einem Backup der Größe von einem Terabyte oder sogar mehr, gestaltet sich als sehr zäh, manche sagen sogar, es sei unmöglich, und es entstehen auch hier Ausfallzeiten, die einfach nicht mehr im tragbaren Bereich liegen. Das sind alles soweit natürlich plausible Gründe und kann man auch durchaus nachvollziehen. Zum Schluss möchte ich Ihnen eigentlich noch eine kleine Lösungsmöglichkeit präsentieren, und zwar nicht die Public Cloud, sondern die Private Cloud, angeboten von Ihrem Systemhaus. Das wäre nämlich eine super Lösung. Erstens, der Endkunde hat von Grund auf ein
viel höheres Vertrauen in das Systemhaus als wie in eine Public Cloud. Zweitens könnte das Systemhaus weitere attraktive Dienste anbieten, wie zum Beispiel Restore Services oder das Backup Management übernehmen als Dienstleistung. Davon würden auch beide Parteien profitieren. Das Systemhaus würde zusätzlich Geld verdienen und der Endkunde müsste sich nicht mehr so viel um sein Backup kümmern. Des Weiteren wäre natürlich der Datentransfer in so einem Fall viel höher, weil es gäbe Seeding-Möglichkeiten, das heißt, die schließen einfach ihre externe Festplatte zum Beispiel mit dem Backup in der Cloud beim Systemhaus an und spielen das in die Cloud, und das geht natürlich weitaus schneller, als wenn man das einfach so hochladen müsste. Gleiches gilt natürlich auch für den Restore-Fall, höherer Datentransfer, die Wiederherstellung wäre viel schneller abgeschlossen. Dann möchte ich noch sagen, wenn Sie Fragen zu meinem Vortrag oder vielleicht auch zu unserem Produkt, das wir anbieten, Altaro VM Backup, haben, dann können Sie uns gerne hier alle 12, also wir stehen eigentlich direkt da hinten, nicht 20 Meter weit entfernt von hier, würden wir uns freuen, wenn Sie einfach vorbeikommen würden auf ein kurzes persönliches Gespräch, und dann könnte man sich nochmal austauschen. Ansonsten möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen und informativen Tag. Dankeschön. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.